Rache an Tobi, komplettes Haus, innen und außen voller Obsidian. Endlich mal wieder ein kleiner Prank war hier bei Craft Attack, das fühle ich doch. Ah, Digga, das fühle ich schon, muss ich ehrlich sagen. Das ganze Haus, oh wie geil. Oh mein Gott, Bro. So, Leute, wir gehen rein ins Game. Ich hab Bock. Was machen wir? Real Talk, was machen wir, Chat? Bauen wir das Haus weiter oder rächen wir uns bei Tobi? Bauen wir Pogwarts weiter oder machen wir die Rache bei Tobi? Alle sagen Tobi, die Rache, okay. Gut, Chat, dann müssen wir uns jetzt was überlegen. Was haltet ihr davon, wenn wir wirklich das komplette Haus innen sowie außen mit Obsidian füllen? Komplett. Geil. Wir machen das. Ich sehe uns da. Dann lege ich erstmal ein paar Sachen hier ab. Und dann müssen wir irgendwo Obsidian farmen. Das geht im besten Falle im Nether, glaube ich, ne? Rache an Tobi. Komplettes Haus. Innen und außen voller Obsidian. Wie viele Stacks brauchen wir? Was schätzt ihr, Chat? 8, 4 Stacks. Okay. Dann ist jetzt die Frage, wo kriegen wir das her, ne? Warte mal. Hat Spark nicht einen Shop? Spark hat doch einen Shop. Oh, guck mal da, Digga. Okay, das sind 4 Dias. 8 Dias. 12 Dias. 16 Dias. 20 Dias. Boah, ist schon teuer, ne? Ist schon teuer? Wir machen es erstmal so. Am liebsten würde ich die ganze Insel sogar in Obsidian einbauen. No joke. Aber wir fangen erstmal von innen an, Digga. Die Frage ist halt, Leute. Wollen wir wirklich jeden einzelnen Block durch Obsidian replacen? Machen wir das? Also sind wir so hobbylos, weil das ist schon eine Menge. So viel kriegen wir gar nicht hin. Ja? Okay. Okay, Leute, wir ziehen es durch. Aber da muss ich auf jeden Fall gleich nochmal ins End farmen. Aber okay, gut. Auf der anderen Seite, Tobi hat es auch nicht anders verdient, nach dem, was er mit meinem Haus gemacht hat. Ne? Das muss man an der Stelle einfach mal sagen. Und da er den Honiggolem auch nicht flippen wollte, weil er halt dieses Mindgame gemacht hat, auf Egelisch, finde ich das absolut gerechtfertigt hier, was wir machen. Aber es wird ein bisschen dauern. Es wird ein bisschen dauern. So ist auf jeden Fall sicher. Endlich mal wieder ein kleiner Prank war hier bei Craft Attack. Das fühle ich doch. Oh, Junge, die Obsidian-Stacks schwinden jetzt schon so garstig dahin, Alter. Digga, das dauert halt Jahre. Ein ganzes Haus komplett Full-on Obsidian hatten wir auch noch nie in Craft Attack. Ah, wobei, na, wenn ich ehrlich bin, ich glaube, wir kommen damit sogar hin. Und wenn nicht, in Stack Obsidian farmt sich ja schnell, Digga. Ja, wobei, hier oben ist schon einiges noch, was man zubauen muss. Ja, ich glaube nicht, dass es reicht, to be honest. Aber gut, werden wir sehen. Wenn nicht, farmen wir, wie gesagt, gleich nochmal schnell im End. Weiß ich nicht, 1, 2 Stacks Obsidian abzubauen, ist nicht so schwer, das geht schnell. Digga, absolute Zeitverschwendung hier wieder an der Stelle. Aber auf der anderen Seite natürlich wieder nicht, weil wir uns endlich jetzt hier rächen können, Digga. Und das ist wichtig. Das ist wichtig für mich, Leute. Das denke ich, interessiert uns alle sehr. Wisst ihr, das Ding ist, Tobi ist so mein Mitarbeiter und so und das ist alles cool, aber Minecraft ist halt auch was anderes, wisst ihr? Und sobald ich halt merke, Digga, dass es halt über Grenzen geht, so, die er hier auf jeden Fall überschritten hat, dann ist vorbei. Wisst ihr, was ich meine? Dann ist vorbei. Tobi ist einfach zu weit gegangen. Versteht ihr, was ich meine? Guter Content. Ja, absolut, Bro. Ah, ich glaube, für den Innenraum könnte es knapp reichen. Für Außendome müssen wir gleich nochmal farmen. Stellt euch vor, der hat sich in seinem Haus ausgelockt. Wird der dann nicht zerquetscht? Ist das nicht so, dass der dann instant dead ist? Ist das nicht so, Leute, dass der dann sofort dead ist? Ja, ne? Nein, Leute. Von außen wird das auch nochmal mit Obsidian eingebaut. Wenn schon, denn schon. Wenn, dann gehen wir hier ins Volle, Digga. Also wir machen jetzt hier keine halben Sachen, Leute. Das ist, jeder Block muss hier 1A ausgefüllt werden, Leute. Ah, Digga, das fühle ich schon, muss ich ehrlich sagen. Alter, sieht das geil aus. Hat doch irgendwie was, oder? Wenn man ehrlich ist. Hat doch was, Leute. Kann man sich nicht beschweren. Finde ich so inneneinrichtungsmäßig. Gab es sowas noch nicht. Ist auch ein eigener Vibe hier. Okay, jetzt heißt es farmen, Leute. Jetzt heißt es farmen. Wir müssen kurz ins End, sonst kriegen wir das nicht hin. Aber das geht schnell, versprochen. Kriegen wir easy hin. Spawnt man dann über allem oder ist man instant dead? Wie ist das? Selbst wenn er es jetzt mitbekommt, er ist gerade auf dem Weg, glaube ich, nach Hause. Bis er da ist, Digga. Bis er da ist, holy. Wo ging's nochmal zum Enderdrachen, Bros? Ah, hier. Tobi ist im Stream. Tobi ist nicht im Stream, Leute. So, to be honest, Leute. No joke. Guck mal hier, der Hase geht schnell. Ich glaube, ich hole so 3 Stacks oder sowas, denke ich mal. Oder das reicht. So, hier oben war alles ready soweit, ne? So. Digga, ich fühle das ja so, was wir hier machen. Das ist ein richtig salziges Ding. Ein richtig geil salziger Prank. Man muss halt überlegen, Leute. Für mich ist es nicht viel Aufwand. Aber für ihn ist es extrem ekelhaft. Vor allen Dingen, weil das geil ist, weil wir halt so viel gefarmt haben. Ach, so viel gekauft haben an Obsidian. Wisst ihr, was ich meine? Deshalb. Oh, Digga, geil. Guck mal. Okay, das ganze Haus ist schon mal eingebaut. Jetzt geht's um den Rest. Wir müssen nochmal farmen gehen, auf jeden Fall. Ja, safe muss ich nochmal farmen. Ja, auf jeden Fall. Aber für innen sind wir schon mal soweit ready. Aber Digga, wir müssen halt so viel noch farmen dafür. Das Haus auf jeden Fall sprengsicher. Wir checken mal von vorne schon mal. Das dauert noch ein bisschen, Leute. Das sage ich euch, wie es ist. Aber wir müssen durch. Kann man im End ein Beacon hinstellen? Wie findest du das Haus bis dato, Spark? Ist schon spannend, oder? Gab es da schon mal, dass ein komplettes Haus schon mal in Obsidian eingebaut worden ist? Nee, ne? Ich glaube, ausgehöhlt vielleicht, aber innen nicht. Also innen habe ich es schon gemacht. Innen ist es schon komplett voll. Ist auch das seltsamste Haus, was ich jemals in Craft Attack, by the way, gesehen habe, das von Tobi. Es ist geil, aber ich check's nicht ganz. Oh, Digga, geil.
geil. Das kommt richtig gut hier zusammen, Leute. Ja, Mann. Wir machen Biggers. Wir progressen hart. Alter, Leute, ist das nicht geil, das Haus? So geil. Geil. Oh, Digga, guck mal, Leute. Das ganze Haus. Oh, wie geil. Okay, wir gehen nochmal ganz was rein. Wir holen nochmal ein bisschen was, Leute. Denk noch 2 Stacks und dann sind wir durch. Oh, Digga, das ist noch so viel Obsidian, Alter. Ich weiß nicht, ob wir... Wahrscheinlich müssen wir nochmal farmen gehen. Das kann doch nicht sein. Ja, wobei, es ist nicht mehr so viel, wenn ich ehrlich bin. Geil. Actually, geil. Ich glaube, wir schaffen es sogar. Also jetzt nicht mit dem. Aber guck mal, das ist jetzt vielleicht noch... Digga, das ist jetzt noch... Das ist jetzt noch ein Stack maximal. Und dann haben wir es, Leute. Digga, guckt mal. Oh mein Gott. Gott, Bro. Oh mein Gott. Ey, Leute, ich schwör's euch. Wir haben gleich wirklich das komplette Haus von innen und außen in Obsidian eingebaut. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. 1,5 Stunden haben wir damit zugebracht, Digga, dass wir das ganze Haus mit Obsidian beschmutzen, Digga. So, wir schauen mal ganz kurz durch. Oh mein Gott, Leute. Okay, ich glaube, wir haben es geschafft, Leute. Kein einziger Block mehr sichtbar. Check das aus. Das komplette Haus in Obsidian eingebaut, Digga. Holy shit, Bro. Das ist next level. Das ist next level, Digga. Deutsche Meisterwerk, no joke. Davon erstmal Screenshot, Digga. Tobi muss erstmal den Honigbrunnen flippen. Oh, Tobi ist online. Ist auch ein Zufall, dass er genau dann kommt, wenn wir fertig sind, Mann. Wahrscheinlich wird er es nicht mitbekommen haben, oder? Was hat er für ein Skin? Bro, was ist das für ein Cursed Skin, Digga? Hot the fuck. Er wollte auf gruselig machen und dann so. Oh, Junge, Alter. Hallo? Ist das die Minecraft-Polizei? Deine Sachen liegen hier noch, Tobi. Ich bin Tobi. Du bist Tobi. Ey, was soll das? Warum bin ich... Was war das für ein Curse Skin, Junge? Welcher Skin? Ich habe normalen Minecraft-Skin drin. Komm mal zurück, Bro. Komm mal mit. Ich zeig dir was. Wir haben actually mit dem Obsidian sogar was gebaut. Wir haben eine riesige Statue gebaut, Bro. Mega. Da bin ich jetzt ultra gespannt. Was könnte es wohl sein, oder? Ich bin übel gespannt, was du jetzt für eine Statue gebaut hast. Same. Ich auch. Ah, mein Bett war obstructed. Okay. Was ist das? Keine Ahnung. Komm mal hier kurz hin. Ich habe leider ein bisschen meinen Eingang zugemacht. Komm mal hier kurz rein. Kommst du? Ja. Warte, ich muss mal kurz in meine Kisten. Bin gleich dran. Du wurdest offiziell von der Revi-Gang gebackprankt. Guck mal, weißt du, was das Schlimme daran ist? Was denn? Dass das von innen auch noch alles voll ist? Ja, das ist sowieso der Ultra-Abfall. Erstens habe ich keine Netherite-Pickaxe. Mhm. Und zweitens werde ich dich jetzt 80.000 Mal mehr zurückpranken, weil der Deal war, dass ich den Honiggolem den Kopf umdrehe. Ja, nein, du... Und dein Haus. Du drehst den Honiggolem um, aber du hast ihn nicht wahrgenommen, deshalb musst du... Oh, nee. Ey, es gab kein Zeitlimit dafür und du hast mich dafür geprankt. Und dein Haus wird nicht mehr das sein, was es damals war. Okay, lass es. Also, ich würde es gerne in einer epischen Stimme nochmal machen. Also, kannst du kurz in dein Haus kommen? Ah, du bist sowieso hier. Ich bin da, ja. Kurz meine Rüstung raus. Hallo. Ja? Das war ein Fehler. Okay. Drück F1. Jetzt guck mal die Kamera an, die über dir hängt. Rudolf! Was? Guck die Kamera an, die über dir hängt. Da ist keine Kamera. Links über dir. Ja, die hast du eben aufgehangen. Ja. Passt das so? Das ist super, ja. Das war ein Riesenfehler. Okay. Komm auf die Plattform. Guck auf dein Haus. Ja, das ist falsch rum. Wie lange soll es nur falsch rum sein? Bis du es zurückbaust. Hör auf zu lachen. Ich hab gesagt. Oh, ups. Das ist ein scheiß Mikrofon. Siehst du was da unten? Du Loser. Nee, das ist echt nicht cool, was du in deinem Haus gemacht hast, Junge. Alles klar, Digga. Ich geh dann jetzt, ne? Ja, ich werde dir nie wieder helfen. Bei gar nichts mehr. Du bist mein Mitarbeiter. Nein. Doch. Im Vertrag stand ausdrücklich... Wenn dein Minecraft-Haus mit Obsidian eingebaut wird, hilfst du mir nicht mehr bei irgendwas. Dann treten die ganzen Dinger außer Kraft. Okay. Ich werde mich hier mit General Raffzahn um einen Plan bemühen. Das ist General Raffzahn. Ja. Dann wünsche ich dir jetzt noch viel Spaß. Ey, du wirst genau sehen, was passiert. Und warte ab, ne? Ich habe den Zugang zu deinem Büro. Ja. Im Real Life. Ja, du wohnst ja da, also. Ich wohne nicht da, aber ich wohne ein bisschen entfernt, sag ich mal. Ey, Leute, es ist wirklich nicht einfach, mit jemandem zu arbeiten, der verschiedene Stimmen hört und multiple Persönlichkeiten hat. Das ist halt wirklich ein Ding. Es ist schwierig. Ich sag's, wie es ist. Es ist schwierig.